Sie soll die Stadt Zürich über den Sommer verschönern. Gar nicht schön ist aber, dass sich jetzt schon Vandalen an den Blumentöpfen schaffen möchten. So ist das Kunstwerk von der Annalea Mantel heute nicht mehr das, was es noch vor 2 Tagen war. Und das tut weh, wie der Bericht von Dana Gablinger zeigt. Die Annalea Mantel kann es nicht verstehen. Erst in der Nacht auf gestern ist ihr Fischblasentopf aufgestellt worden. Gerade mal ein bisschen mehr als 24 Stunden später ist er schon demoliert. Also ich bin mega deprimiert, weil ich bin wirklich etwa ein halbes Jahr dran war, um all die 300 Kugeln anzumachen und bis ich die Idee hatte. Und ja, jetzt sieht man ja, es ist wirklich kaputt. Also die Leute haben innerhalb von ca. 6 Stunden das Zeug auseinandergerissen. Also ich muss wirklich sogar zuschauen, wie sie die Kugeln weggerissen haben, damit so die Fischchen ankommen. Und ja, also ich weiß gar nicht, was zu sagen. Die 19-Jährige wird den Topf nicht mehr reparieren. Es ist ihr Schade um Zeit, das Material und die Freude, die sie investiert. Sie befürchtet nämlich, dass er ihr nachher wieder kaputt gemacht wird. Auch die Leute auf der Straße können die Zerstörungswut nicht verstehen. Das finde ich wirklich traurig, wenn man so eine Aktion startet und einfach, wo es Leute gibt, die dann das Zeug kaputt machen. Das ist also wahnsinnig. Das kann man nicht mehr verstehen, was in diesen Leuten drin ist. Das ist doch etwas Schönes. So schön, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt gewesen sind. Und so sind die verschiedenartigsten Objekte entstanden. Von Märlitöpfen, sich küssenden Krise, Herdöpfel und blaugrüne Gesichter, alles ist in Frage gekommen. Zürcherinnen und Zürcher verweilen darum gern vor dem Kunstwerk und die meisten staunen ob der Vielfältigkeit. Es ist frisch und ich habe das Gefühl, die Leute darüber reden und man hat ein bisschen Kontakt durch solche schönen Sachen. Die erste Reaktion ist, dass mir eigentlich die Leuen und Bären besser gefallen haben. Ich habe es einfach lustiger gefunden. Die Töpfe sind zum Teil schön und zum Teil, ja, es ist halt eine Geschmackssache. Ja, es sieht ein bisschen langweilig aus. Also für Zürich finde ich es ein bisschen langweilig. Ich finde es sehr inspirierend, es ist farbenfroh und ja, es ist Fröhlichkeit. Aber nicht nur Zürcher, auch Touristen sind beeindruckt. Haben Sie schon einen gefunden, der Ihnen besonders gut gefällt? Ganz originell finde ich den Topf mit dem Popcorn, der aussieht wie eine Popcorn-Tüte, wo die Popkörner an die Seite angebracht worden sind. Der sieht cool aus, ja. Mir gefallen auch die da vorne mit den Mosaiksteinen und den roten Schuhen drauf. Und, ja, Schuhe, ich bin eine Frau. Die bunten Töpfe stehen bis mit dem 20. September hier in der Stadt Zürich. Wer sich nachher so einen in den Garten stellen will, der nimmt am besten direkten Kontakt mit dem Besitzer auf. Für Tele Zürich, Dana Gablinger.